Das ist jetzt als neuer Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion mein erster Außentermin. Und zwar war mir das deswegen wichtig, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist. Und als Parlamentsarmee gehört es sich auch, denke ich mal, dass man als Fraktionsvorsitzender, als Abgeordneter die Wertschätzung zeigt für die Soldatinnen und Soldaten, die gerade in diesen Zeiten einen unglaublich wichtigen Dienst leisten und auch einen Dienst leisten, der gefährlich ist. Wir haben in einer kleinen Miniatur die Ausbildung gesehen, die Schießausbildung, mit wie viel Sorgfalt da auch vorgegangen wird, wie intensiv die Soldatinnen und Soldaten auch auf ihre späteren Verwendungen und Einsätze entsprechend vorbereitet werden. Wir hatten gerade die Gelegenheit, mit Soldatinnen und Soldaten zu sprechen. Da ging es um Zulagen, da ging es darum, dass wir gesprochen haben über Beschwerdemanagement, da ging es natürlich um das Dauerthema Ausrüstung. Da ging es aber natürlich auch darum, wo werden unsere Einsätze stattfinden, werden wir entsprechend dafür ausgebildet werden und vor allen Dingen, warum finden die Einsätze auch dort statt, wo sie stattfinden. Das gilt insbesondere auch für die Auslandseinsätze und es wird uns auch politisch beschäftigen. Wir haben ja im Koalitionsvertrag auch festgelegt, dass die frei werdenden Mittel, die wir haben, die Mittel, die wir mehr einnahmen, auch prioritär dann für die Zwecke der Bundeswehr entsprechend verwendet werden. Das war heute eine Bestätigung, dass das gut angelegtes Geld ist, wenn wir das machen. Und es dient im Übrigen auch unserer Sicherheit. Die Erfahrung mit der Bundeswehr, die ich selber hatte, ich bin ganz normaler Wehrpflichtleistender gewesen, 12 Monate Augustdorf, Panzerjäger, habe es dann bis zum Obergefreiten der Reserve gebracht. In der Bundeswehr habe ich eins gelernt. Ich habe mich gelernt, auf Situationen einzulassen, die ich vorher nicht kannte. Und man musste sich auf Menschen einlassen. Menschen, mit denen man sich also vielleicht sonst nicht zusammengesetzt hätte, mit denen man dann zusammen in einer Stube gelebt hat und mit der man zusammen Aufgaben erledigen musste. Und ich denke mal, das war sehr, sehr gut. Es hat auch sehr viel Flexibilität gebracht. Es hat auch gebracht, dass man sich auf neue Situationen dann entsprechend eingelassen hat. Es ist einem so gar nicht bewusst, wenn man in den Deutschen Bundestag hineinkommt, dass wir eine Parlamentsarmee sind, dass wir mit unserer Entscheidung Soldatinnen und Soldaten auch Gefahr, gegebenenfalls auch Verletzung und Tod aussetzen. Und dass es deswegen ganz wichtig ist, immer wieder zu versuchen zu verstehen, wie die Truppe tickt.